Brian sagt, wir sind Paar im Sohl und Vertale. Und dann, Brian, wie ein kleiner Jung, dann sagt der Paar, weißt du, wie viele Tiere Gott das erste gemerkt hat? Dann sagt der Paar, ne, weiß ich nicht. Na, rutschel mal. Na ja, in der Bibel sagt er nicht, wie viele Tiere. Dann sagt Brian, ich weiß, wie viele Tiere der das erste gemerkt hat, sagt das kleine Jung. Und dann, weil der Paar dann wollte, wie viele Tiere sind das dann? Dann sagt Brian, die Kuh und den Zebra. Na, wie kommst du dann durch? Na, die sind ja noch schwarz wert, deswegen habt ihr das erst gemerkt. Die sind schwarz wert. Naja, die wird wie von erst einmal weit wie noch die Tele wie schwarz wird. Von der ersten Tag, die Tele kommt einmal alles an Vorwurf. Aber ich weiß noch eine Tente, wie es scheint, wenn jemand ein Tele hat, wo die Vorwurf wäre, wo das nicht alles schwarz wird wie. So, stell dir mal vor, Gott hat dir die Welt in schwarz wird merken können, oder alles in Gräben, alles die selbe Form, alles schwarz, alles wird, alles Gräben. Alles bloß eine Form. Aber das wäre nicht Gott, was das ist dort ein. Gott hat die Idee, Gott hat dort einfach die viele Formen. Gott ist ein Gott von der Verschiedenheit. Gott ist kreativ. Der hat jeder Tier verschieden gemerkt, jeder Vogel verschieden, jeder Baum, jeder Blatt am Baum ist verschieden. Du kannst nur sagen, alle Zellen, die wir haben, sind verschieden. Wenn es Gott einfach ein Schöpfer ist, und der will was sehr erscheinend merken. Und so ist die Erde, so viele schöne Sachen zu sein, sind, so viele Scheine habt ihr noch den Himmel gemerkt. Wenn wir durch Hahn waren, das sind so viele schöne Sachen, wo ihr einfach sagt, das habe ich für jeden Treu gemerkt, der mir neu gefällt hat. Und das Leiber Gott, der dort alles so schön hat, der sagt in Römer Kapitel 1, Vers 20, da Eva, dort wie eine Natur am Erzahnen kann. Interessant. Und einzige Menschen denken, naja, ich habe nicht gelernt. Hat. Das sagt er so in Römer Kapitel 1, Vers 20. Denn sie eine ansichtbare Wesen, in seine ewige Kraft in Gottheit, die wie seine eine Welt, seine Schöpfung, und du hast die Erkennung, so dort wie keine Entschuldigung meiner Hand. Wie keine nicht eine Entschuldigung Hand. Gott hat sein Wesen, seine Gottheit, seine Schöpferkeit, hat die eine Schöpfung gewesen. So, wenn du einen Baum betickst, sei so, ein feiner Baum, ein scheiner Tier, so verschieden, als du gemerkt hast, einfach sei, Gott, wie hast du das so schön gemerkt? In so schön, hast du mal nur gedacht, in was, wenn dir das alles ein Schwert wird, hat gemerkt? Der haft das nicht. Wenn es dann zu sehr live haft, in wie Brücke nicht ein Quadrote bliebe. Als Mensch, so habe ich immer wieder die Tendenz, dass wir alles welche Quadrote haben, das mal so ran, in so Seite, in so Stunden und so was. Und das sind Völker, die da ungewandt hätten. Aber wenn es dort an Gott begrenzt hat, dann ist das wichtig, dort der andere. Gott hat alles so erreglich einen Schmack gemerkt, und sie macht auch dort wie wieder einfach frei sein. Und jeder ist ganz original. Du wirst niemals sein aus deinem Bruder oder deinem Nachbar oder wer. Jeder ist original. Und Gott lässt dort, dass du deine Originalität erleben darfst. Und dass du, dass du auch annehmen kannst, dass andere Menschen auch original sind. Und dass du dich auch wieder loben preise. Wenn du in die Bäume oder Tiere sitzt, die speziell sind, ist es für keine Schein, so schön wird Gott gemerkt haben. Einfach Gott dankbar sein dafür.